Hey Leute, willkommen zu unserer ersten VFox Home Lab Challenge. In dieser kleinen Serie wollen wir euch dazu herausfordern, zu Hause Experimente durchzuführen. Vielleicht lernt ihr dabei etwas über Physik, aber zumindest sollte es was Interessantes sein, was man mit dem Smartphone machen kann. In jedem Fall wollen wir eure Version des Experiments sehen und werden in ein paar Tagen ein Follow-up-Video posten, wo wir eure Fragen beantworten, wo wir eure Ergebnisse diskutieren und wo wir die schönsten Einsendungen, die ihr uns unter dem Hashtag HomeLabChallenge geschickt habt, präsentieren werden. Also, lasst uns mit dem ersten beginnen, dem springenden Ball. Für dieses Experiment braucht ihr nicht viel. Euer Smartphone mit VFox installiert, eine harte Oberfläche und einen Ball, der gut auf diese Oberfläche springt und dabei laute Geräusche macht. Ihr könnt einen Golfball nehmen, Tischtennisball oder etwas Ähnliches. Sucht nun VFox nach dem Eintrag in elastischer Stoß, drückt dort auf Start und lasst den Ball springen. VFox zeigt euch nun die Zeitintervalle zwischen den Stößen und die Höhe, aus welcher ihr den Ball habt fallen lassen. Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass das Geräusch lauter ist als eure Umgebung und eventuell müsst ihr die Schwelle anpassen, falls es zu unempfindlich oder zu empfindlich ist. Das war's auch schon. Jetzt möchte ich eure Version des Experiments sehen, eure Fragen hören, eure Probleme hören und eure Ergebnisse wissen. Vielleicht könnt ihr sogar erklären, wie VFox es schafft, die Höhe zu berechnen. Postet dazu einfach Videos, Audioaufnahmen, Bilder oder einfach einen Text auf Facebook und Twitter unter dem Hashtag HomeLabChallenge. Und in ein paar Tagen werden wir ein Follow-up-Video machen, wo wir eure Fragen beantworten, eure Ergebnisse diskutieren und einfach die schönsten Videos vorstellen. Bis dahin, bleibt gesund, wir sehen uns in ein paar Tagen.